So, nach dem Schlückchen Kaffee geht es direkt weiter. Ich hoffe nur, dass ich mit dem Abschnitt nicht durcheinander komme. So viel, wie ich jetzt aufgenommen habe. Vor allem werdet ihr die Hälfte davon erst später sehen. Viel später, weil ich ja auch noch die ganze Kacke alles noch ändern muss. Von daher, Load Game, genau. So, Level 3. Ich bin voll, das ist gut. Ja, Spectres sind bei Project Brutality und bei Brutal Doom, wobei ich jetzt bei Brutal Doom gar nicht sicher bin, aber bei Project Brutality wirklich transparent. Die sieht man also gar nicht. Man sieht bloß so zwei Augen rumlaufen, der gewinnt diese zwei roten Punkte und mehr sieht man nicht. Die Dinger sind also arschgefährlich. So. Was? Ist da nicht einer? Wo denn? Wo kommt der her? So. So. Da hat wohl jemand vergessen, dass man Schaden bekommt, wenn man mein Fenster direkt neben einen zerschießt. Die sind inkompetent. Bringe ich jetzt echt noch selber um. Ach Gottchen. Ja, diese Monster hinterlassen so eine leuchtende Kugel, da kriegt man glaube ich Rüstung. Ja, relativ wenig, aber wenn man ein paar Monster umgebracht hat, dann kann sich das schon ganz schön summieren. Komme ich da raus? Nein. Doch! Ach ja, stimmt ja! Gott, habe ich vollkommen vergessen. Wie ihr gerade gesehen habt, das hatte ich glaube bei Back to Saturn hatte ich das glaube gesagt gehabt. Bei Project Brutality, wenn man gegen eine Wand springt und man so weit oben ist, dass man die Kante im, ja, im Bereich hat, dann kann man praktisch an der Wand hochklettern. Das ist Project Brutality exklusiv und ultra geil. Das ist nice. Achso, siehst du, jetzt war ich da so drauf, aber ich war gar nicht drinne. Tada! Das ist so geil einfach. Hier nicht draufdrücken, damit kommt er zur Secret Map, das will ich aber gar nicht. Ja, die schwarze von Project Brutality und scheiße schwer. Also die machen kack viel Damage. Ist zwar jetzt immer noch relativ wenig, aber von den schwachen Monstern sind das definitiv die stärksten. Also nicht unterschätzen, bitte. So.
das war gut. Der hier war schlecht. Übrigens kann ich mal... Ich versuche jetzt mal die Imps da drinne mit der Schere zu bearbeiten. Sieht nämlich nicht schlecht aus. So. Damit haben wir das schon mal. Jetzt kommt das. Achso, muss ich noch öffnen? Woher? Tada! Ach du Kacke, was ist denn da los? Wie sind alle her? Ich habe noch keine Super Shotgun. Ach ja, stimmt ja, bei Doom 1 gab es noch gar keine Super Shotgun. Ah, diese roten, die machen, diese schwarzen, die machen so roten, blauen Kugeln. Ja, guck mal, guck mal. Boah, seht ihr hier? Luftverrohte Augen. Ich meine, wenn die ein Visier haben, leuchten sie kurz auf. Aber solange sie einfach verfolgen, sind dann nur rote Augen. Wenn man so einen scheiß Tag hat wie ich, wo die Sonne einem direkt auf dem Monitor scheint, dann scheint es so, als würde man sie gar nicht sehen. So, hier ist auch wieder Türki. Ihr müsst da auch rausrennen, weil da ist auch wieder das mit der Line und dann eine zeitbegrenzte Secret. Deswegen einmal komplett rausgehen. Und jetzt in einem schnellen Gang hier durchgehen. Ah, schon geht das Ding wieder hoch. Ihr habt also auch hier wieder nur relativ wenig Zeitpuffer. Ich meine, gut, man kann überall raufspringen mittlerweile, ist richtig, aber Doom 1 und Doom 2, also allgemein diese ganzen Vanilla-Spiele, also auch sowas wie Plutonium und TNT, sind definitiv nicht fürs Springen geeignet, weil als es die Maps rauskam, oh scheiße, die originalen Engines konnten halt springen gar nicht. Dementsprechend war das damals auch noch kein Thema. Ne? Digga, deine Gedärme trainieren, kann man super. So. Hä? Liegt das jetzt an meinem HD-Texture-Pack? Die Texturen kenne ich gar nicht. Sieht nice aus. Dachte gerade für einen kurzen Augenblick, ich könnte das Ding hier auch zweihändig tragen, geht aber nicht. Mit der X-Taste ändert man ja hier nur seinen Feuermodus. Schade. So, jetzt ist das Ding hier offen. Hier haben wir gerade die ganzen Gegner für ihn umgebracht durch das Fenster da. Und hier ist jetzt noch eine Falle. Danke schön. So, und hier war der Ort, wo wir vorhin so reinkamen. Das wäre also auch nochmal eine schöne Falle gewesen. Und damit, dass ich da hinten raufgesprungen bin und hier vorne hinten alle platt gemacht habe, habe ich die Falle quasi entschärft, weil das war so wesentlich einfacher. Wow. Alter. Wow. Das ist keine Maschine, das ist das.
Das hat sich gerade angehört wie eine Heavy Machine Gun. Aber warum habe ich da keine bekommen? Ist ja unfair. Haha. Ich glaube, es gab keine Überlebenden. Oder ich hoffe es. Ja, da gehen wir noch nicht hin, weil es gibt nämlich hier noch ein Secret und das Secret, was in der Map ist, sehr gut. Man bekommt nämlich volles Leben und volle Rüstung. Also jeweils 200%. Na gut, der Monorüstung brauchen wir nicht. Wow, wir haben einmal Rüstung, ich werde eine Rüstung, also 1% Rüstung dazu bekommen. Na komm. Ach ja, Welche mal Kinder hat tot? Ach so, schade, Mist. Ja, hier, Schuss. Es gibt zwei Arten von Schüssen. Ist aber nochmal neu. Ach du Kacke, was habe ich jetzt gemacht? Ich hatte gar nicht gespeichert, nicht behindert. Och nein. Ja. Also alles, was ich eigentlich gerade sagen wollte, war, dass es zwei Arten von Schrot gibt. Die war ich schon. Ich renne mal ganz kurz durch. Die eine Schrot ist das, was ich jetzt gerade habe. Das ist praktisch das normale, wo man ganz viele kleine Kugeln hat. Das hier. Also, das ist deswegen Schrot auch Schrot heißt, weil es verschießt halt Schrotpartikel. Und dann kann man aber auch eine Schrotflinte als Gewehr benutzen. Sprich, also man verschießt eine einzige Kugel. Und das ist dann dieser sogenannte Slug, das hier. Wo man dann praktisch halt, ja, die Schrotflinte benutzt wie ein Gewehr. Und dann gibt es halt noch eine dritte Art. Also im echten gibt es natürlich noch wesentlich mehr Arten, weil da gibt es nämlich bei der Schrot auch verschiedene Siebgrößen praktisch, wie hoch, wie groß die einzelnen Schrotkugeln sind. Aber bei Project Fatality gibt es noch eine Art. Das ist dann diese Dragon. Ach du Kacke. Oh, fuck. Und das ist dann praktisch mit, brennbare Kugeln praktisch. Heißt also, man verschießt auch eine kleine Feuerlawine. Alle weg. Gut. Das wäre meine Nummer. Aber das ist alles nur, was ich euch mal kurz zeigen wollte. So, jetzt speichern. Also, das hier ist normales Schrot. Hier sieht man es besser. Bam. Hat man mehrere kleine. Und dann gibt es halt Slug. Das ist halt eine große. Klingt auch anders. Und damit wird das Ding praktisch zum Gewehr. Das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Umso schlimmer, dass ich das komplett verkackt habe. Aber gut. Man lernt ja aus Fehlern. Oder auch nicht. So. Ach ja, hier ist eine Hilfe. Stimmt ja. Oh, da ist eine Minigun. Sehr schön. Und ja, ich weiß nicht warum, aber wenn ihr die Map wechselt, in der Regel kommt der immer mit. Also der begleitet euch das für immer, solange bis er stirbt. Es gab aber früher diesen Fehler, dass er praktisch nicht gespeichert wurde. Heißt also, wenn ihr eine Map abgeschlossen habt und ihr zur nächsten Map gegangen seid, war er weg. Dann könnt ihr ihn entweder manuell erschaffen, per Sheet, oder ihr lasst es einfach darauf beruhen. Ich persönlich werde es darauf erstmal so ruhen lassen. Ihr könnt mir aber sagen, ob ihr lieber wollt, dass er mitkommt. Zumal ich gerade gar nicht weiß, ob er bei der Version, die ich jetzt gerade spiele, der Fehler behoben wurde. Wir werden es also gleich sehen. Also bei der nächsten Map jetzt. So.
So, und damit erstmal Ciao mit V und Bau. Tschüss, tschüss.